Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der... Hannes, moin. Ich glaube, ich habe es sonst immer andersrum gesagt. Das ist der... Ramses, das ist der... Dadurch bist du doch aber jetzt nicht jemand anderes. Ja, stimmt. Das ist der Hannes, das ist der Ramses, wisst ihr Bescheid. Wir wollen eine neue Mars kreieren. Und weil es gerade geregnet hat und wir hier sitzen und jetzt alles nass ist, nennen wir die einfach auch die Regenmars. Ist Spaß. Na, Regenmars gibt's nicht. Da tust du nämlich Marskrug draußen stehen lassen, dann regnet's nein, wenn der voll ist, säufst du den. Also die Regenmars können das selber trinken. So. Wir bedanken uns erstmal beim iScorpions fürs Bereitstellen der nächsten Marskrüge. Ohne das wäre das nämlich alles nicht möglich. Hä, wieso ist denn der nicht verschmiert und abartig eklig? Hast du die etwa ausgespült? Jo. Ach nee, die sind ja neu. Jetzt habe ich dich aber in das Licht geführt, du. Und mich selber auch. Neu muss man trotzdem etwas ausspülen. Wir haben als Grundlage natürlich wieder ein Bier. Und zwar das Hasentell-Bier. Das Bier, was für die Bianca zum Geburtstag gekauft wurde. Die dann aber nicht da war. Wie an ihrem eigenen Geburtstag. Nee, das ist... Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Wir haben das Hasentell. Das gute Hasen Augsburg Bier, das ist die Grundlage der Mars. Erstmal eine halbe Bier nein, gebrüchelt. Ich finde es unglaublich, der Akku ist immer noch bei 100%. Ich weiß nicht warum. Irgendwas ist komisch. Gleich ist es aus, obwohl es komplett eigentlich voll ist. Muss man nicht verstehen. Ihr wisst, eine typische Mars besteht aus drei Komponenten. Ein Bier als Grundlage. Dann das Namensgebende, das haben wir jetzt hier. Wir haben nämlich heute eine Himbeermars. Denn das habe ich gesehen, das wollte ich mal testen. Das habe ich getestet für Ramses Kitchen. 3005 Milliliter Himbeerbrause mit der holden Maite drauf. Das fand ich richtig cool. Himbeermars. Deswegen werden wir jetzt die nächsten 500 Milliliter von dieser Plörre hier einfüllen. Damit die Plörre irgendwann leer wird. Ach so, du kannst sie ja selber einschenken. Da hast du recht. So. Das wird eine Himbeermaß. Bis zum Strich mit Plörre gefüllt. Schau doch mal, wie sich da die Farbe ändert. Das ist so schön, dieses sehr goldige, bierartige. Hannes, es schäumt doch jetzt nur noch, oder? Wenn du das von oben einfüllst. Hannes macht wieder wilde Experimente. Du machst es schon. Vorher Gold, danach einfach Himbeergelb, wenn man das so nennen kann. Seht ihr, wie sich's vermischt? Das ist richtig stark. Himbeermoas. Es steht einfach da, Akku 100%. Ich verstehe es nicht. Ich habe 10 Videos damit aufgenommen, 100%. Ist einfach unendlich Akku-Cheat eingegeben. Müsst ihr L1 gedrückt halten, dann links, rechts, oben, unten, Kreis, Dreieck, Viereck, X und dann Rückwärtssaldo, Sprung. Unten ist wie bei Lara, ist das jetzt aller Dernmoas oder wie? Hannes, wieso? Weil du hast einfach nur oben drauf gelegt. Ja. Naja, das sieht viel besser aus als meins. Jetzt bin ich beleidigt. Da gehe ich gleich wieder nach Hause. Und weil jede Maß eine Drei-Komponenten-Maß ist, brauchen wir natürlich noch einen Schuss für oben. Und haben uns diesen. Was ist das? Kaliskaya Wodka mit Orange. Likör mit Farbstoff. Ist Wodka etwa Likör? Nee. Ich dachte, Wodka ist Wodka. Ja. Ja, eigentlich dachte ich, das ist einfach Roter Bären-Wodka, aber hier steht Likör. Kaliskaya Red Orange Likör mit Farbstoff ist auf jeden Fall auch rot und passt deshalb gut, hoffentlich, in diese Mars. In diese Moas. Sorry. Riecht abartig, füllen wir mal hier rein. Oh yeah, Juice. Warte mal, jetzt muss ich noch mal rumdrehen. Guckt mal, wie das hier oben jetzt diese schön zarte, rosane Note auf den Schaum macht. Deswegen ist es ja auch eine Frauenmars. Das ist die Frauenmars, genau. Die Himbeermoas, aka Regenmoas, aka die Frauenmoas. Das muss man so... Jetzt senkt sie es ab. Jetzt hast du es kaputt gemacht, toll. Jetzt senkt sich's ab, sagt er. Jetzt senkt sich's ab. Hey, aber genau, die anderen Morse haben ja auch verschiedene Namen gehabt. Das heißt, die Himbeermars, aka die Frauenmars. Ja?
Dann ist die Waldmeistermaß die Männermaß, oder wie? Anscheinend, perfekt. Ja. So, das sieht gut aus. Wir wollen eigentlich den SummerSlam gucken. Mal gucken, ob wir das noch schaffen heute. Doch, ich bin eigentlich sehr zuverlässig für heute. Wir probieren mal. Geben Prost, mal einen Gruß an den Prost. Hannes und schauen mal, wie das schmeckt. Schmeckt wie das Berliner Kindl, weiße, mit Schuss. Das gibt es doch auch, glaube ich, in kleinen Flaschen. Ich glaub schon, ja. Im Sixpack, mit Waldmeister-Sirup gemischt und mit Himbeersirup gemischt. Man hätte also auch das Berliner holen können, Berliner weiße, ja, mit Schuss. Aber das ist... Hätte einfach das ganze Sixpack in das Glas gefüllt, dann wäre das dasselbe. Aber das gibt die Bestätigung, dass es wieder eine Frauenmasse ist. Das ist im Prinzip Radler, ne? Nur halt mit Himbeer jetzt gemischt. Von dem Likör merkst du erstmal nichts. Das ist vielleicht ein bisschen heimtückisch. Ansonsten das Bier, ich weiß gar nicht, wie das Bier so schmeckt. Ich habe das Hasenhell noch nie so probiert. Aber es ist ein bisschen süß. Aber dann ist es trotzdem nicht zu süß, nicht zu aufdringlich. Und du kannst es hier wie ein schönes Radler trinken. Obwohl die Radler ja immer so... Aber die beißen ja immer so. Ich bin kein Radler-Fan. Ne? Deswegen, na, lieber das. Das ist besser als ein Radler, weil durch die Zitrone im Radler ist das immer so sauer auch und so bissig. Das ist eher süßlich. Das ist schön angenehm. Ne? Jetzt schmicke ich mich noch kurz, mache meine Fingernägel und dann sehen wir uns später wieder. Das ist nicht homophob, das ist bestimmt frauenfeindlich jetzt. So. Hannes, probier nochmal einen dicken Schluck. Ich habe zwar jetzt keinen Nagellack dran, aber ich trage auch Nagellack. Prost. No, den darf er nämlich nicht tragen, wenn er zu mir kommt. Das ist verboten. Nö, das kann er machen, wie er möchte. Und deswegen seid einfach Mensch und Mensch geblieben. Und dann könnt ihr auch die Frauenmaß trinken, wenn ihr Männer seid. So. Als Genussmaß? Genussmaß, das ist das richtige Wort. Probier das mal aus, wenn ihr so billige Himbeerbrause findet. Mit Holden Mai drauf. Die anderen müssen alle voll sein. So, da hat man gerade ein kleines Malheur. Die Kamera ist bei 100% einfach ausgegangen. 100% Akku, weil irgendwie die Akkuanzeige wahrscheinlich nicht mehr geht. Und deswegen ist es jetzt immer Überraschung, ob die noch aus ist, angeht, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was damit los ist. Ja, Genussmaß hat er gesagt. Jo. Wir könnten das bestimmt jetzt einfach wegziehen, aber wir wollen ja den SummerSlam gucken und später noch die Waldmeistermaß machen. Deswegen nehmen wir uns den Rest jetzt mit, trinken das gemütlich beim SummerSlam nebenbei. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr noch super Maßkreationen kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Mal gucken, was euch für lustige Sachen einfallen. Danke, Hannes, dass du da bist. Bitte, immer gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Und macht es gut. Ciao.